Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Snap. Und uns erwartet die Höhle, eine unheimliche Höhle. Wenn man genau lauscht, hört man viele schaurige Geräusche. Alles klar, das klingt doch für ein wunderschönes Abenteuer für einen 13-jährigen Jungen mit Kamera. Auf geht's! Es steht sogar wirklich auf geht's, cool. So, wie im letzten Part schon gesehen, führt das Ganze einen Wasserfall hinunter. Und hier sind, glaube ich, auch wieder Geister-Pokémon am Start. Hier sehen wir nochmal einen Zubat. Slimers sind hier zugebe. Cool. Den kriegen wir auf jeden Fall nochmal näher ran. Das ist jetzt hier nur so ein Sneak Peek. Oh! Ah, und das ist übrigens kein Visasamen. Das ist eigentlich ein Ditto. Ich glaube, das kriegen wir nochmal genauer hin. Achso, ja. Hier ist Slimer. Und hier sind ganz viele Bisasams. Und da haben wir Ditto. Bisasam. Ziel ist nicht so geil mit dem Teil, muss ich übrigens sagen. Wo ist denn hier der Weg? Na da, was war hier? Ah, Smogon, stimmt. Pummelhof. Smogon. Warum das Pummelhof schwebt und warum es von Smogon gejagt wird, ich habe keine Ahnung, Leute. Ah, stimmt, Ultrigaria ist ja auch hier. Da hinten ist ein Pikachu? Und auch hier wieder können wir das Ultrigaria eigentlich ins Wasser werfen. Gott. Ah, es fällt auch ins Wasser. Oder? Nee, es ist nicht ins Wasser gefallen. Ach, wie dämlich. Dieses kann man nämlich dann wieder entwickeln. Tja. Haben wir jetzt verkackt. Okay. So, stimmt, das fliegt jetzt damit rum irgendwie. Und was das jetzt sein soll, weiß ich jetzt aber auch nicht. Keine Ahnung, was das da darstellen soll. So, hier ist übrigens Arktos zu Hause. Im Ei. Weiß aber da glaube ich auch noch nicht, dass wir wie was rauskriegen. So, einmal Rosanna von oben. Ich glaube da auch mit der Flöte wieder. Ah, das ist so doof, dass wir die ganzen Items noch nicht haben. Ich finde die Höhle, ganz ehrlich, persönlich ziemlich langweilig. Hier müsste auch das Pummelhof dann irgendwann erscheinen. Das erscheint aber, glaube ich, auch dann nur, wenn wir das auch wieder abballern. Das ist auch wieder Zubat. Also die Höhle, ganz ehrlich, ist nicht meine Favorite-Strecke. Also ich weiß, dass man das Pummelhof irgendwie abballern kann und dann das Pikachu auch irgendwie. Und auch, keine Ahnung. Bei der Höhle bin ich raus. Ich mag die, den Canyon, heißt der Canyon, also die nächste Strecke, die kommt, die andere Wasserstrecke, sag ich jetzt mal, finde ich, ist eigentlich mein Favorite. Wo man das Garados findet. Und ich es nicht gekriegt habe bis jetzt. Das ist übrigens ein Bisasamen, ne? Das schwarze da bei Fotocheck, dieses dahinter, das ist ein Bisasamen. Okay. So, Zubat, da haben wir jetzt eigentlich genug. Slimer haben wir noch ein schöneres Foto, das ist dann... Ich würde sagen, sogar das da. Dann haben wir Ditto. Da würde ich das nehmen. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Dann haben wir Pummelhof und Smogon. Da haben wir eigentlich recht gut. Also das auf jeden Fall von Smogon. Ich glaube, besseres kriegen wir nie. Und von Pummelhof. Könnte ich schon fast sagen, wir nehmen einfach das. Ultrigaria, dann nehmen wir das hier. Das ist echt schön von vorne und es ist mittig.
Ja, und hier haben wir jetzt Zubat und irgendwie Pikachu, aber da kriegen wir nichts Schönes. Dann nehmen wir das Rosana-Foto, ist zwar ein bisschen doof getroffen, aber was anderes haben wir jetzt nicht. Und das war's auch schon. Ja. 6 Bilder. Okay. Slimer! Ja, das ist wunderbar. Dindu ist auch wunderbar. Bummelow ist auch wunderbar. Oh, krass, viele Punkte. Smogon auch. Ultigaria findet er auch super. Rosana findet er auch. Man sieht überhaupt nichts von Pokémon. Das sind einfach nur Haare und da kriege ich 3540 Punkte für. Okay. So. Warte. Und wir gehen mal wieder ins Labor. Vielleicht kriege ich mal wieder Sachen oder. Auch nicht. Willkommen zurück. Jo, kriege ich was? Gute Arbeit, Lia. Wähle Strecke wählen und mach weiter so. Danke für nichts, Professor Eich. Danke für nichts. Boah, was müssen wir denn jetzt noch machen? Ah, achso, wir kriegen schon das Tal. Ja, geil. Ja, unbedingt. Ja. Also das meinte ich mit diesem Canyon. Meinte ich das Tal. Jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir schon eine neue Strecke kriegen. Ich dachte, wir müssen jetzt einfach nochmal irgendwie random Scheiße machen. Ja, coolio. Witzig. Ah, ziemlich cool. Koppado. Die müssen wir uns auch noch fotografieren. Probier's mal, ob das jetzt schon kann. So, Mankey. Das ist ziemlich weit weg, würde ich sagen. Richtig, eigentlich näher? Nö. Kleinstein. Oh, oh. Wow, wow, wow. Ich wollte einen Kleinstein fotografieren und bekomme einen. Was war Sandan? Kleinstein. Süß. Krieg ich das nochmal hin? Kleinstein. Ich weiß auch gar nicht, was abgeht. So, hä? Was mache ich hier? Hä? Ach ja, stimmt. Georock gibt's hier auch. Ah, warte mal. Kleinstein, Kleinstein. Ey, jetzt fällt es nämlich runter. Kleinstein, Kleinstein. Oh, das war jetzt ziemlich dumm, aber okay, ich hab's bekommen. Jetzt geht's hier so ein bisschen wildwasserbahnmäßig runter. Yay! So, ich muss mich gerade ein bisschen. Ich musste mich tatsächlich konzentrieren. So, und hier gibt es Garados. Hier aus diesem Wasserfall kommt wohl ein Garados raus. Bin mir aber unsicher, was ich da machen muss, Leute, ne? Ich hätte schon so viele Bälle und ich habe keine Ahnung. Ich habe aber noch nie ein Lied gespielt, glaube ich. Ach so. Die kommen auch runter, wenn man ein Lied spielt. Toll. Goldini und tschüss. Noch mehr Mankeys, da ist noch ein Stern, du. Okay, das haben wir, das fliegt uns eh jetzt die ganze Zeit hinterher, aber gut. Und ich glaube auch, wenn wir das so getriggert haben, geht es jetzt in diesen Wirbelsturm und wir bekommen ein Starmie. Yes. Oh, toll. Jetzt ist es weg. Wo ist es denn jetzt? Oh Mann, wo ist es? Starmie! Da noch ein Dratini gewesen. Ja, ich glaube, Starmie haben wir jetzt verkackt. Da ist noch ein Schicki. Boah, hier gibt es noch viel. Im Tal gibt es tatsächlich richtig, richtig viel. Ich glaube, das Schicki. Ich glaube, das Schicki ist eigentlich sogar wichtig, weil das Mankey noch runterfallen kann auf einen Schalter. Das kriegen wir aber gleich noch hin. Das können wir gleich noch erledigen. Also im nächsten Durchlauf, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal rein. Hier gibt es so viel. Hier auf diesen Schalter kann es nämlich dann fallen.
Uns fehlt ja auch, wie gesagt, noch der Motor, der schnelle. Uns fehlt die Flöte noch. Also wir müssen noch so oft überall rein. Ja. Sind wir hier am Ende und wir können nichts mehr tun. Okay. Können noch mal schauen, was hinter uns so abgeht. Nichts. Gut. Hier wird noch irgendwas angelockt aus dem Wasser hier. Ja, ein Carpador. In Zweifelsfalle immer ein Carpador. Okay. Das Tal ist für mich echt das interessanteste Level. Allerdings auch das stressigste. Da muss man so oft rein, weil man tatsächlich viel, viel übersehen kann. Wie man gerade gemerkt hat. Und wir haben 42 Bilder geschossen. Oh mein Gott. So, Shiggy. Würde ich jetzt entweder das nehmen oder sogar das hier. Ich nehme mal das. So, Menki, da haben wir jetzt kein schöneres, ne? Nee, oh Gott. Oder ist das schöner? Ne, es ist eigentlich beides gleich hässlich. So, das war nochmal Carpador, ne? Naja, Carpador braucht man nicht. So, Sandan. Nehme ich jetzt das? Das ist so, Kleinstein? Nee, da hatte ich doch noch ein schöneres. Ja, das hier zum Beispiel. Das mit dem Sandan daneben, voll witzig. Ja, jetzt haben wir noch Sand. Georock, okay, Georock. Und dann haben wir noch Sandana, oder wie das heißt? Sandamer, okay, nehmen wir das. Sterndu. Ich glaube, ein besseres haben wir da jetzt auch nicht. Nee, Dratini haben wir nochmal. Ist das schöner? Das ist eigentlich genau das gleiche. Ne? Das haben wir mittig, aber da ist mehr Action drin. Das war's, okay. Gehen wir mit unseren Bildern zu Professor Eich. Was gibt's Neues? Es gibt ein Ski. Wunderbar. Ah, vielleicht wäre das liegende Ski doch besser gewesen. So, Menki ist halt verkackt. Da gibt's noch mehr Menkis. So, Sandama. Wunderbar. Kleinstein findet er auch super. Georo findet er auch super. Sandama findet er auch super. Sternbo findet er nicht so geil. Und Ratini, da gibt's auch noch schönere. So. Ein geheimnisvoller Schalter. Viel Glück. Na toll. Willkommen zurück. Ja, wir müssen noch mal ins Tal und... Ah, ich wollte ihm noch das da noch zeigen. Ach, verdammt, das stimmt ja. Das hatte ich fotografiert und vergessen. Egal. Wir werden jetzt den geheimnisvollen Schalter aktivieren. Da muss ich jetzt dran denken. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Moment, bitte. So. Mikrofon mal wieder ins Face holen. So. Wir haben hier Shiggys. So, ich glaube, das gefällt dem Eich ein bisschen besser. Versuch mal, das Menki hier näher ranzukriegen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nö. Das ist immer so verwirrend. Ach so, jetzt kommt ja das dann wieder. So. So, wollen wir ein paar Bilder austauschen? Ach, guck mal, das ist schon auf dem Boden. Wie ist denn das jetzt passiert mit dem... Das ist doofe Goldini. So, hier war doch auch irgendwo noch ein Menki, oder? Nee. Ich höre zwar eins, aber... Ja gut. So, die Georgs hier bekommt man runter, indem man die Flöte hat. Deswegen würde ich da jetzt kein anderes Foto machen wollen. So, da haben wir wieder Starmie.
Wie gesagt, hier soll Garados rauskommen. Das war nämlich auf der Hülle drauf. Und da ist dieser Wasserfall abgebildet. Und da kommt das, ja, da kommt das raus. Ich weiß aber nicht, wie viele Äpfel... Ich habe schon so viele Äpfel da reingeballert. Ich schwöre es euch, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man das rauskriegt. Haben wir jetzt zwei aufgewühlte Sternbus? Ja. Bin ich ja mal gespannt, wie es beide entwickeln jetzt? Ja, krass. Okay. Na gut. So, ich muss das Schicke hier abballern. Oh nein! Oh, das soll da oben hin. Jetzt ist das Schicke weg. Toll. Ich höre noch irgendwo noch ein Menki oder ist es dann das da, was da oben nur rumschreit? Ah, Mann, ätzend. Dieses Schicki muss das Menki halt treffen, dann fällt das Menki runter auf den Schalter da. Schalter! Ich habe jetzt keine Lust, jetzt so lange zu warten. Aber wir haben noch ein paar schöne Sterndus fotografiert und Starmies. Also ich glaube, wir kriegen noch ein paar Punkte. Immerhin. Und Shigis haben wir ja auch nochmal schön fotografiert. Da haben wir noch eins, wo die beiden drauf sind. Ja, genau. Das hier ist doch schön. Oder ist das schöner? Nee. Das ist. Ich mach Sport. Das ist auch süß. Aber ich glaube, das ist schöner, weil er die Augen. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich denn. So, jetzt ist die Frage: Ist das jetzt cooler, weil es was macht? Wir schauen uns das mal an. Kleinstein werde ich auch nochmal testen. So, Georock. Und Sandama kommt ja nochmal, ne? Da haben wir doch hier jetzt das hier oder das, wo es steht. Ich glaube, ich nehme das, wo es noch steht. So, Sterndu haben wir hier in der Mitte. Da auch. Da, definitiv in der Mitte. Starmie haben wir. Wow, 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 wow. Das da würde ich nehmen. Da sieht man zumindest von vorne ein bisschen besser. Nee, ich würde das nehmen von Dratini. Und ja, dann haben wir noch die Menkis und dann 3 Milliarden mal den Schalter. Okay. Ja. Eich, was sagst du dazu? Schicki. Ja, das ist gut. Da sind ja mehrere Schickis drin. Okay, da gibt es... ja, dann behalten wir das auf jeden Fall. Kleinstein findet er auch nicht so geil. Klar, weil das andere Pokémon nicht im Bild ist. Oh. Georock. Das findet er auf jeden Fall besser. Sandama muss der auch. Ja. Sterndu. Nicht viel besser, aber besser. Wunderbar. Und Dratini. Ach, krass, okay. Das ist näher dran und trotzdem findet das andere schöner. Okay. Ich behalte auch das wegen den Punkten. Ich weiß nämlich nicht, ob man Punkte verliert. Ein geheimnisvoller Schalter. Ja, ist ja gut. Ich würde sagen, wir gehen halt nochmal dann da durch. Ja. Kommt denn noch ein Gebiet, bevor die Wolke kommt? Ja, ne? Bin mir jetzt unsicher. Ja doch, es muss noch ein Gebiet kommen, noch, weil um die Wolke freizuschalten, muss man nämlich dann diese Bilder hier... Ich mach das jetzt auch schon mal. Ich fotografiere die jetzt einfach schon mal. Blöd ist jetzt, dass wir nicht diesen schnellen Motor haben. Herr Schicki werde ich jetzt nicht nochmal. Oh. Yes! Das habe ich nicht bedacht, dass hier ein Goldini gibt. Carpador. Vielleicht muss ich das Carpador die ganze Zeit locken bis zum Wasserfall. Ich probiere das jetzt einfach mal. Goldini.
Ich werfe jetzt einfach mal random Äpfel rein. Ich probiere einfach mal was aus. Ich habe ja eigentlich alle Pokémon. So, das Mankey, das muss ich nochmal näher, aber ich probiere es einfach mal aus. Ich habe das Gefühl, es kommen nicht umsonst so viele Goldinis und Kappadors. Naja. Vielleicht muss ich auch das Carpador in den Wasserfall werfen. Wer weiß das schon, ne? Ich glaube, ich muss mir da mal eine Lösung zu ansehen. Okay. Dann geht es jetzt... Wow. Hier fliegt eine Motze rum. Ich habe mich gerade mega erschrocken, Leute. Oh, geil. Sehr gut. Alter, ich hab gerade einen Herzinfarkt gekriegt, ey. Was ist denn, warte mal, ich glaube, ich bekomme noch einen Dratini. Ja. Also Dragoran, die Entwicklung von Dratini. Yes, ich wusste es. Wenn ich da Äpfel reinwerfe oder halt die Rauchbomben. So, Shiggy. Jetzt aber. Ja, perfekt. Wuhu! Wir haben es geschafft. Wir haben das Tor freigeschaltet. Ich glaube noch nicht ganz, wir müssen das Mankey noch einmal umwerfen mit dem Apfel. Aber wir haben es auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann es vorher auch noch fotografieren. Oh nein! Oh nein, 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 nein! Nein! No way! Why? Ach Leute, das ist doch nicht euer Ernst! Oh! No way! Oh Mann, wieso? Mann, fuck my life, ey. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Ja, weil in der nächsten Folge machen wir das nochmal. Versprochen. Vielleicht mache ich mich da immer schlauer, wie man das Gyarados bekommt. So, aber jetzt erst nochmal zu den Bildern. Professor Eich. Was sagen Sie so meinen 24 Fotos? Hier, guck mal, hier ist ein wunderschönes Dratini. Wir haben hier einen Goldini. Ein dummes Carpador. Und dann haben wir noch Dragoran. Ich würde das nehmen, das ist sogar sehr mittig. Und wir haben nochmal ein sehr nahes Mankey, welches nicht der Meinung war, auf den Schalter zu fallen. Und dann sind wir auch schon durch. Mit 4 Fotos. Ja. Fällt das da nicht auf den Schalter? Boah, ich raste aus, ey. Ja, immerhin. Wunderbar. Wunderbar. Ja, findet er auch besser. Alles klar. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Felsen zu zeigen. Ein geheimnisvoller Schalter. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Mobb mich nicht. Willkommen zurück. Alles klar, wir machen jetzt das Tal dann noch zum 50. Mal in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.